einmal vor. Wir sind jetzt am Ende von Kapitel 13 der Offenbarung. Fanden Sie es nicht auch sehr interessant? Ich möchte nun mit Ihnen nach Offenbarung 14 gehen. Sehen Sie, Offenbarung 13 handelte von solchen, die verloren gehen und das Mahnzeichen des Tieres empfangen. Offenbarung 14 dagegen spricht von solchen, die erlöst werden und das Siegel Gottes empfangen. Freunde, versuchen wir nun zu verstehen, was diese großartige Verheißung bedeutet. Die ersten drei Verse sprechen von dieser besonderen Gruppe, die als die 144.000 bezeichnet werden. Und in Vers 4 heißt es, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Nun, was bedeutet das? Will die Bibel uns sagen, dass es keine anderen als eine Gruppe unverheirateter jüdischer Jungs gibt, die auf Jesus warten, wenn er wiederkommt? Nein, niemals. Auch wenn Leute versucht haben, mir dies so zu erklären. Sehen Sie, diese Gruppe, die dort auf Jesus wartet und die nicht mit Frauen befleckt sind, bedeutet, dass sie nicht mit diesen abgefallenen Kirchen befleckt sind, die dem vom Papsttum eingeführten falschen Tag der Anbetung folgen. Wissen Sie noch, wie wir herausfanden, dass in der Bibelprophetie eine Frau eine Kirche darstellt? Wenn Sie das verpasst haben, lesen wir noch einmal Jeremia 6, Vers 2. Dort heißt es, die Tochter Zion ist wie eine liebliche Aue. Ich denke, das ist sehr eindeutig. In Offenbarung 17 wird eine abgefallene Kirche als bösartige Frau, als Mutter der Huren bezeichnet. Andererseits wird uns in Offenbarung 12 Gottes wahre Gemeinde als eine reine Frau dargestellt. Wir haben über diese beiden Frauen vor einigen Wochen gesprochen. Aber eins wollen wir jetzt noch einmal festhalten. Eine Frau bedeutet in der Bibelprophetie immer eine Kirche. Gottes wahres Volk in den letzten Tagen wird demzufolge nicht befleckt sein mit diesen abgefallenen Kirchen, die an dem falschen Tag der Anbetung festhalten. In Offenbarung 18, Vers 4 lesen wir, dass sie von diesen hurenartigen Töchtern Babylons herausgerufen werden. Durch die reinigende und geistliche Macht Christi wurden sie wiedergeboren zu geistlichen Jungfrauen. Dies sind die Menschen, deretwegen Jesus wiederkommt, um sie als sein Eigentum in Besitz zu nehmen. Vers 5 sagt, und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Sie werden nun die Botschaft Gottes besser verstehen, die er seinem Volk gibt, um sie in diesen letzten Tagen zu verkündigen. Wir finden diese ab Vers 6, hier geht es um drei Engel. Aber den Engeln wurde nicht der Auftrag gegeben, die Welt zu evangelisieren. Das ist unsere Aufgabe. Jesus sagte seinen Nachfolgern in Matthäus Kapitel 28, Vers 19 bis 20, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Diese drei Engel sind hier also keine richtigen Engel, sondern sie sind symbolisch zu verstehen und repräsentieren die drei besonderen Botschaften, die Gottes wahres Volk verkünden wird, kurz bevor Jesus wiederkommt. Nun, lesen Sie mit mir gemeinsam diese drei wichtigen Botschaften in Offenbarung 14, Vers 6 bis 11. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkünden, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Und ein anderer dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Nun, Freunde, diese schreckliche Warnungsbotschaft gilt für alle Menschen, die in Gefahr stehen, das Mahlzeichen des Tieres zu empfangen, und zeigt, dass diese Menschen für ewig verloren sein werden. Aber im nächsten Vers wird über die Menschen gesprochen, die nicht das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Also solche, die erlöst werden. Die besonderen Merkmale dieser Menschen erfahren wir in Vers 12. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Freunde,
Sie können mir alle denkbaren Namen geben, mich einen Gesetzfanatiker nennen oder Sabbatarianer und behaupten, ich stünde immer noch unter diesem Alten Testament und was auch immer. Egal wie Menschen mich auch nennen wollen, mit der Gnade und der Kraft Jesu will ich die Gebote Gottes halten, einschließlich des vierten Gebotes. Das sagt, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Wissen Sie, warum ich die ganzen 10 Gebote inbegriffen des 4. Gebotes halten möchte? Weil Gott durch seinen Propheten Johannes gesagt hat, dass dies eines der 2 Merkmale seines wahren Volkes sein wird in diesen letzten Tagen, kurz bevor Jesus wiederkommt. Oh, es gibt so vieles mehr, das ich Ihnen zeigen möchte. Nun, für heute soll es genug sein. Beim nächsten Mal mehr. Und ich werde genau dort weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Lassen Sie uns nun beten. Lieber himmlischer Vater, manchmal ist es so schwer, in unserer modernen Gesellschaft der Wahrheit zu folgen. Hilf uns, wenn es notwendig wird, die Kirchen zu verlassen oder Berufe und sogar Freunde aufzugeben. Lieber Vater, hilf uns, der Wahrheit zu folgen und unser Leben nach deinem Willen zu ändern, denn es fällt uns oft so schwer. O Herr, wir wissen, dass dein Sohn Jesus Christus viel mehr aufgab als dies, um auf diese Erde zu kommen und für uns zu sterben. Herr, hilf uns zu verstehen, dass dein großes Opfer alle unsere Bemühungen weit überschattet. Gib uns jetzt die Stärke, dem Licht der Wahrheit zu folgen, das du jetzt auf unseren Pfad scheinen lässt. Im Namen Jesu bitten wir diese Dinge. Amen. In der nächsten Folge sehen Sie die Entlarvung Babylons.